Ist das dein erster Print Day? Nein, das ist nicht mein erster Print Day. Ich bin seit ca. 2015 an fast jedem Print Day dabei gewesen. Und wie siehst du dann die Entwicklung des Print Days? Also wo geht's hin? Ja, der Print Day ist eigentlich wie so eine kleine Familienveranstaltung. Ich glaube, Horst hatte es heute Morgen in der Keynote auch so als Branchentreff bezeichnet, aber ich glaube, das ist inzwischen mehr als ein Branchentreff. Man trifft sich halt, weil es ist eine kleine Nische, kleiner Markt. Man kennt die Partner schon seit vielen Jahren, teilweise Jahrzehnten, und es ist immer wieder eine Freude, da zu sein. Du hattest ja den Vortrag zur Print Cloud. Wie ist denn da der Stand der Dinge, beziehungsweise was ist denn die Print Cloud und wo geht es damit hin? Genau, die Print Cloud ist ein neues Produkt im Portfolio der Werk 2. Wir bieten einen Cloud-basierten Rendering-Service, um kleine Publikationen wie zum Beispiel Datenblätter durch einen Cloud-Service bereitzustellen, dass diese einfach durch Partner und auch Hersteller von Software wie PIM-Systemen in ihre Systeme integrieren können. Im letzten Jahr haben wir erstmalig die Print Cloud auf den Print Days vorgestellt. Und in diesem Jahr haben wir den Fokus gesetzt auf die Entwicklung unserer Management-Tools. Das heißt, wie können unsere Partner, künftig auch Kunden, ihre Print-Cloud-Projekte verwalten, aktualisieren, ohne dass wir dort als Werk 2 Eingriff nehmen müssten.